Die Ausstellung Bernardo Bellotto, Zauber des Realen, hat zum Anlass seinen 300-jährigen Geburtstag. Und wir mit den alten Meistern können natürlich aus dem Vollen schöpfen, weil wir haben allein 36 Gemälde von ihm. Und dazu kommen dann noch im Kupferstichkabinett die zahlreichen Radierungen. Bernardo Bellotto wird 1722 in Venedig geboren und er beginnt seine künstlerische Ausbildung in der Werkstatt seines Onkels Antonio Canal, besser bekannt als Canaletto, dessen Namen er dann auch später übernimmt, und kommt dann als junger Mann 1747 nach Dresden und baut sich dann hier eben ein Netzwerk auf und vor allem wird er dann eben Maler im Auftrag des Königs und schafft die großen Serien, also die 14 Dresdner Ansichten und dann eben noch 11 Ansichten von Pirna mit den Festungen Sonnstein und nochmal 5 Veduten von Königstein. Also Bellotto ist nicht zu trennen von Dresden und Sachsen und Sachsen umgekehrt nicht von ihm. Das hat das Bild besonders dieser Stadt entscheidend geprägt. Seine Veduten sind deshalb so faszinierend, weil er eine verhältnismäßig kühne, steile Perspektive verwendet, in den tiefen Raum hineinführt und einen neuen, eigentlich modernen Blick auf die Wirklichkeit wirft. Also ganz programmatisch in seinem ersten Bild von Dresden, seine ersten Vedute für den König, stellt er sich sitzend dar mit dem Zeichenblock auf den Knien, sozusagen mitten im Geschehen und der Wirklichkeit verpflichtet. Und natürlich ist er nicht nur ein Dokumentarist, sondern er ist auch ein großer Künstler und deswegen weiß er die Schönheit der Stadt, die entscheidenden Bauten von August dem Starken und seinem Sohn in Szene zu setzen. Es werden grandiose Kompositionen, auch wenn die Grundlage eben die minutiöse Beobachtung des Realen ist. Und das erreicht er auf verschiedenen Wegen. Zum Teil korrigiert er ein bisschen Größenverhältnisse, wenn das eine Ansicht klärt, oder er verändert die Perspektive. Er setzt ganz raffiniert das Licht oder er steigert die Plastizität von Gebäuden, indem er eben Licht und Schatten ganz raffiniert setzt und damit eine Art Schichtung seiner Bildräume erzielt. Das Tolle ist natürlich an seinen Bildern auch zu sehen, dass neben der Architektur auch die Staffage eine wichtige Rolle spielt und es mehrere erzählerische Momente gibt, also was man alles entdecken und beobachten kann in den Bildern. Das ist auf all diesen Gemälden, auch den Pirna-Serien, also da gibt es eben ländliche Szenen oder es gibt eben die Kutsche, die vorfährt und die Leute, die sich verbeugen. Man kann das alles nachempfinden, quasi dieses Leben in der Zeit auch anhand dieser Gemälde. Die Frage ist ja, warum lieben wir alle Bellotto so? Und es ist so etwas, was man vielleicht auf diese Stimmung, diese Gesamtstimmung dieser Bilder zurückführen kann, dass man beim Betrachten so ein Gefühl von Stille oder absoluter Entschleunigung erfährt. Also die ganze Frage, wie man diese Komplexität und Weite von Städten in ein Bild bringen kann und doch die Möglichkeit verschiedenster Zugänge und Blickpunkte ermöglicht, das ist ja meisterhaft gelöst.